Günstige Goldproduzenten jetzt kaufen. Der Goldpreis konnte zwar trotz der hohen Inflation nicht voll überzeugen, jedoch sind wir der Meinung, dass sich dies bald ändern dürfte. Gold kann bis auf 1760 Dollar noch fallen, aber dann sollte der Markt allerspätestens drehen. Zeit, sich günstige Goldproduzenten anzuschauen. Starten wir mit Calibre Mining. Nicaraguas größter Goldproduzent überzeugte mit sehr guten Zahlen. So konnten Rekordgoldverkäufe von fast 223.000 Unzen und ein Umsatz von 403 Millionen Dollar erzielt werden, mit einem durchschnittlich realisierten Goldpreis von 1.808 Dollar pro Unze. Die konsolidierten All-in-Sustaining-Kosten lagen bei 1.259 Dollar pro Unze Gold. Calibre erzielte einen Cashflow von 96,7 Millionen Dollar aus dem operativen Geschäft und einen bereinigten Nettogewinn von 51,4 Millionen Dollar oder 0,12 Dollar pro Aktie. Dies ergibt ein kursgewinnendes Verhältnis von gerade mal 9. Die konsolidierten Mineralreserven für 2022 stiegen im Vergleich zu 2021 um 33% auf 1,35 Millionen Unzen, abzüglich des Produktionsabbaus bereits. Wir sehen ein erstes Kursziel von 2,50 Dollar als realistisch an bis Ende 2024. Für dieses Jahr sehen wir eine Produktion von ca. 270.000 Unzen Gold als möglich an. Der größte Goldproduzent im Yukon in Kanada, Victoria Gold, deren 2022 eine Goldproduktion von über 150.000 Unzen erzielte. Die Goldproduktion wurde jedoch durch eine Reihe von Problemen beeinträchtigt, die die Verfügbarkeit des Brech- und Förderkreislaufs reduzierten. Dies führte dazu, dass die Goldproduktion hinter den Erwartungen zurückblieb und die Stückkosten höher waren als erwartet eben. Dies bedeutet aber, dass man die Probleme nun im Griff hat. Und wir erwarten für 2023 eine massiv höhere Produktion, zumal man alles jetzt behoben hat. Bereits im vierten Quartal 2022 konnte man fast 44.000 Unzen Gold produzieren. Im abgelaufenen Jahr gab sich ein Gewinn pro Aktie von 55 kanadischen Cent, was ein Kursgewinnverhältnis von 15 ergibt. Da die Margen und Umsätze in 2023 steigen sollten und auch werden hoffentlich, gehen wir von einem ordentlichen Anstieg des Gewinns aus. Der Chart zeigt ebenfalls ein Kaufniveau an, wobei wir nach unten bei 7 kanadischen Dollar einen Dreifachboden sehen. Erstes Kursziel wären 10 kanadische Dollar 50 Cent. Überwindet der Kurs dies, liegen 15 kanadische Dollar drin bis Ende 2024. Gold wird seine Rolle als sicherer Hafen und Währung immer gerechter, wenn die Zeiten schwierig sind. Mit guten Goldproduzenten kann man am Goldanstieg überproportional verdienen. Ich bin Jochen Steiger, Switch Resource Capital AG in Partnerschaft mit Lukas Koppi TV. Danke fürs Zuschauen und auf Wiederluege aus Genf.